Ja, hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga mit wieder mal ein paar Gedanken über das Leben, über die Gesellschaft, über Yoga, über Gesundheit. In letzter Zeit haben wir wieder gehört, dass man in irgendeiner Raumkapsel, einem Raumschiff irgendwo hinfliegen möchte, zum Mond, weil der Mond wichtig ist. Man muss genau wissen, was da los ist. Man muss wissen, was beim Mars los ist. Das ist interessant. Ist alles auch gut, doch man vergisst, dass alles schon in uns drin ist. Alle Planetenkräfte sind in uns drin. Wir haben die Sonne in uns drin. Die Sonne ist in vielen Philosophien, in unserem Bauch, im Sonnengeflecht, Manipura-Chakra, dem Feuer-Chakra und auch der Mond, da wo man wieder hinfliegen möchte, weil man so viel noch nicht weiß, ist in uns drin. Der befindet sich so in der Mitte des Kopfes. Der Mond, dort wo der Nektar der Unsterblichkeit gebildet wird, Amrita oder das Amrit. Ja, warum macht man sich so viel Mühe, im Außen zu suchen, im Universum zu suchen, nach Planeten zu suchen, wenn doch alles schon in uns drin ist? Schlussendlich erfahren wir natürlich etwas über die Entstehung, wenn man den Mond begutachtet, bestimmt über die Erde, wo der herkommt, wie das zusammenhängt, die Mondkräfte. Aber das Gleiche erfährt man auch, wenn man in sich schaut. So ist wieder symbolisch die Tatsache, dass man gerne im Außen sucht. Man untersucht dann alles von dem Gestein am Mond und vielleicht findet man Fußabdrücke von Aliens, wer weiß. Aber es ist nichts anderes als eine Flucht. Es ist immer wieder eine Flucht. Man kann natürlich im Außen suchen, aber man übertreibt es meiner Meinung nach immer. Das Außen ist wichtig, die Zusammensetzung, die Bausteine sind wichtig, nur nicht in sich selber hineinschauen, weil da das Leben drin ist. Und eben auch die dunklen Seiten. Wenn man den Mond anschaut, hat er auch seine dunkle Seite, aber in sich drin hat man dunklere, dunkle Seiten drin und die gilt es zu ergründen. Man kann natürlich, wie gesagt, mal im Außen schauen, das macht es normal, doch es wird zu sehr gemacht. Und so gibt es auch eine Geschichte, ich kenne sie nicht mehr genau, wo irgendetwas von den Göttern oder Dämonen, ich weiß nicht, versteckt wird, etwas Wertvolles. Und dann überlegen Sie sich, wo verstecken wir das? Ah, da einer am höchsten Berg oben verstecken wir das. Da kommen die Menschen nicht hin. Sagt er, naja, vielleicht in 10.000, 100.000 Jahren kommen sie da doch hin. Ja, wo können wir es noch verstecken? Ja, ganz tief unten in der Erde, an der tiefsten Stelle, an der heißesten Stelle, wo sich dann auch keiner hintraut. Naja, sagt der andere, können Sie vielleicht so Anzüge bauen oder Gerätschaften. Dann können Sie auch in die tiefsten Tiefen, in die heißesten Gegenden hineinfahren. Und sagt er, ja, hast recht. Und dann überlegen Sie und dann haben Sie eine Idee. Hey, da, wo der Mensch nicht sucht, ist im eigenen Herzen, im eigenen Wesen, sucht man nicht nach den Antworten, sondern oft, zu oft eben im Außen. Und dort, wie bekanntlich, findet man die nicht. Wir haben alles in uns drin, Sonne und Mond. Wir haben die Himmelsrichtungen. Der Süden sind die Füße, der Norden ist der Kopf. Vorne im Bauch ist die Sonne. Oben im Kopf der Mond. Am Bauch vorne ist der Osten, das Kreuz hinten, der Westen. Wir haben alle Kontinente im Grunde in uns drin, in Form der Chakren, das Universelle, Europa, Amerika und so weiter hinunter.
bis zum Muladhara-Chakra im afrikanischen Kontinent. Ja, wir haben Adern, Venen, Nerven, Lymphgefäße. Das sind wie Flüsse. Flüsse, wo Nährstoffe fließen, wo Wasser fließt, nämlich Blut, Lymphflüssigkeit und so weiter. Wege, Straßen ist alles drin. Und man sucht immer noch im Außen und checkt noch nicht, dass man die Antwort dort nicht wirklich findet. Man kann sich immer nur eine gedankliche Idee machen, wie außen so innen, aber schlussendlich kann man das innere Wesen nicht im Äußeren finden, sondern in sich drin. Und so ist die Arbeit im Außen natürlich auch wichtig, in der Außenwelt oder auch im Universum mit Sonden und Raumfahrern. Doch die größten Raumfahrer sind die, die in sich selbst hineinfliegen. Wie Lao Tse sagt, jemand anders zu besiegen ist Stärkkraft. Wenn man sich selbst besiegt, ist das Stärke. Zack. Und für viele, wie gesagt, ist es eben eine Flucht, im Außen zu suchen, im Außen zu fragen, warum passiert es so, warum ist dies so und jenes so. Und man kann es nicht wirklich verstehen, rational, das funktioniert nicht, sondern man muss versuchen, über das innere Wesen die Antwort zu finden und nicht so sehr mit dem Intellekt. Auch schauen eben dann immer viele nach außen oder in den Zeiten, man schaut in die Gegenwart oft nicht richtig hin, man schaut meist in die Zukunft, was wäre wenn oder aus der Vergangenheit heraus. Und man ist nicht offen und kann dann nicht erkennen, was wirklich da ist. Und Freiheit ist einfach, wenn man sich löst von diesen Gedankenstrukturen aus der Vergangenheit in die Zukunft hinein, so dass man mal im Hier und Jetzt ist und sich selber wahrnehmen kann. Dann sieht man, hey, ich atme ja. Die Natur atmet auch, das ist der Wind der Natur. Da bewegt sich was, da fliegen Blätter, da fliegen Samen, Pollen und so weiter. Und das geht nur, wenn man mehr in sich selbst hineinschaut. Dann erkennt man, wenn ich mich bewege, bewegt sich in der Außenwelt etwas. Nicht, wenn sie in der Außenwelt etwas bewegt, bewege ich mich, sondern andersherum. Wenn sich das Universum bewegt, dann bewege ich mich auch mit dem Mond, mit der Sonne. Ja, aber nicht mit der Gesellschaft, sondern das sind ganz andere Kräfte, die einen bewegen. Die anderen äußeren Einflüsse von Menschen, zum Beispiel von der Gesellschaft, die triggern einen und dann kommt im Inneren etwas in Bewegung, aber das ist man selbst und sind nicht die anderen. Und je mehr man eben zum Hier und Jetzt kommt, desto mehr wird man sich bewusst, wie das so zusammenhängt, was die Folgen sind von gewissen Handlungen. Und dann erkennt man wirklich, was passiert und warum etwas passiert. Was es vielleicht auch in weiter Ferne im Universum, an den Planeten und so gibt. Ja, aber das Wichtige, finde ich zumindest, ist, dass man im Hier und Jetzt ist. Dass man lebt und nicht, dass man das Leben erdenkt. Ja, wie gesagt, für viele ist es einfach eine Flucht. Ich suche im Außen, ich suche in einem Ashram, ich suche in einem anderen Land. Aber man nimmt sich ja selber immer mit. Mit allen Problemen, mit allen guten Seiten, mit allen dunklen Seiten. Ja, das ist einfach so. Kann man nicht flüchten, schlussendlich. Und jede Flucht ist natürlich einfach nur eine Zeitverzögerung. Man macht sozusagen nochmal Umweg, bis man gerade den Weg besser findet, wo man schneller sozusagen an die Glückseligkeit kommt. Nun, ein paar Gedanken zum Wochenende schon fast. Heute ist Donnerstag und einen wunderbaren Tag allen.
Abonniert gerne meinen Kanal auf YouTube, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Oder ihr könnt auch nachlesen in vielen Heften, nämlich 12 über Yoga, Leben und Gesundheit. Etwa so 60 Seiten pro Heft über alle möglichen Themen, die das Leben und den Yoga bzw. die Gesundheit betrifft. Ja, dann sage ich und Charo, die Katze, und bis zum nächsten Mal.